Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen im Thema Liebe. Wie sieht er oder sie mich? Ja, was denkt er oder sie mich? Jetzt, wo wir ein bisschen Distanz haben, wo ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, wo wir ein bisschen uns mit der Kommunikation halt ein bisschen entzogen haben, wo wir ein bisschen halt den Kontakt haben schleifen lassen, wie empfindet oder wie sieht er oder sie mich? Okay? Denk dran, egal ob du Mann oder Frau bist, passe es auf deine jeweilige Lebenssituation an. Bedenke, es ist ein interaktives Video, was nicht zu 1000% auf jeden zugeschnitten ist. Schreibe mich an für eine private Legung. Wenn du mehr wissen möchtest über dein Leben, ja, über deinen Ex-Partner, über deine Partnerin, egal über Finanzen, Beruf, Gesundheit, was auch immer, ja, beruflicher Werdegang, ob du eine Firma aufkaufen sollst, ob du dich selbstständig machen sollst, egal was in deinem Leben ist, ja, du hast immer die Möglichkeit, mich für eine private Legung wirklich anzuschreiben. Wir wollen mal schauen. Bitte konzentriere dich auf dich, um die Person, um die es geht, ja, und wir wollen mal schauen, was erwartet dich im Thema, wie sieht er oder sie mich, okay? Wir schauen mal, konzentriere dich auf dich, konzentriere dich auf die Person, um die geht. Wie sieht er oder sie dich? Wir schauen einfach mal. Also wir sehen hier schon, dass diese Person, um die es hier geht, auch eine bestimmte Freiheitssymphonie in sich trägt. Freiheitssymphonie, was für ein Wort, ne? Also ich sehe, dass dieser Mensch wirklich ein Freiheitsgefühl entwickelt hat. Dieser Mensch, um den es hier geht, möchte wirklich sein Leben anders gestalten, möchte nicht mehr in dieser Routine bleiben, möchte nicht mehr in dieser Beziehung bleiben, möchte nicht mehr diese Beziehung aufnehmen, wie sie früher einmal gewesen ist, sondern möchte einfach was komplett Neues anfangen. Ja, möchte ein bisschen Frische reinbringen, ein bisschen, naja, ein bisschen Magie reinbringen, ein bisschen eine Veränderung, dass ihr das Leben euch einfach eine Möglichkeit geboten hat oder bietet, aus der Distanz heraus wirklich euer Leben neu zu gestalten. Euer Leben anders zu sehen. Wie sieht er oder sie dich? Also er sieht dich oder sie sieht dich wirklich als eine Person, die ja, diese innere Reise begangen hat, ne? Wo man sagt, okay, es gibt der ein oder andere, der zwar leidet unter dieser Trennung oder unter dieser Distanz, unter dieser Situation, egal ob du in einer Fernbeziehung bist, egal ob es um eine Partnerschaft geht, egal ob es in einem Beruf geht, passe es auf diese jeweilige Situation an. Wenn du einen Arbeitskollegen fragst, ja, wie sieht er oder sie mich, passt das genauso. Hole dir aus dieser Legung das raus, was für dich ist, und was nicht, lass es einfach ziehen, okay? Wir sehen schon, dass derjenige merkt, dass du nicht unbedingt neue oder nicht unbedingt Kompromisse eingehen möchtest, die dich nicht überzeugen. Ja, was möchte ich dir damit sagen? Ich möchte dir einfach damit sagen, dass du als Karte des Nahs die Möglichkeit hast, neue Perspektiven anzufangen, ja, dir neue Energien zuzuholen, dir wirklich neue Dinge zu beginnen. In der Liebe könnte man wirklich hingehen und sagen, ich muss so ein bisschen so sitzen, weil damit ihr auch wirklich was sehen könnt, ja. In der Liebe können wir das so sehen, als ob es hier wirklich eine Möglichkeit gibt, eine neue Beziehung aufzubauen. Sowohl zu deinem jetzigen Partner, dass man sagt, als bessere Version, dass man aus den Fehlern gelernt hat, dass man einfach die Bereitschaft hatte oder hat, wieder zueinander zu finden, dass man durch Dialoge wirklich die Kommunikation wiederhergestellt hat, dass man halt Probleme lösen konnte, dass man Konflikte auch aus der Welt schaffen konnte, dass man wieder Einigung erzielt hat, dass man halt reden konnte. Ja, also es kommt darauf an, in welcher Konstellation du hier bist. Wie sieht er oder sie dich? Eigentlich als einen Menschen, als eine Person, die wirklich sehr offenherzig ist, die sehr fruchtbar ist, ja, die wirklich eine Art von Wohlwollen ausstrahlt, auch wenn du enttäuscht bist, ja, auch wenn du momentan keine Kommunikation hast, auch wenn hier sich dritte Personen eingemischt haben, auch wenn die Gefahr besteht, dass du halt erkrankt bist, ja, dass du wirklich Hilfe brauchst, dass du Probleme auf der Arbeit hast, dass du enttäuscht bist, egal was auch immer. Es ist wichtig, dass du wirklich hier Ordnung in dein Leben bringst. Okay, bist du nicht die Person, dann ist es umgekehrt dein Partner, deine Ex-Partnerin, um die Person, um die es hier geht. Okay, was möchte ich dir eigentlich damit sagen? Wie sieht er oder sie dich? Eigentlich bist du eine starke Persönlichkeit, ob Mann oder Frau. Ja, wir sehen auch hier, dass du sehr familiär bist, die ein oder anderen von euch, ja. Ich sehe auch hier, dass du eine Mutter bist, eine starke Frau. Ich rede hier auch von einer Ehefrau, von einer zukünftigen Mutter, von einer Person, die wirklich auch ein Muttersyndrom hat. Also wir haben hier heute wirklich mal wieder viele Aspekte, die unter die Lupe genommen werden müssen. Warum? Weil das Tarot dir nicht immer das sagt, was du hören möchtest, sondern was du hören brauchst. Auf der einen Seite sieht man hier, dass die Person, um die es hier geht, merkt, dass du echt sehr familiär bist, dass du sehr auf den Wert deiner Familie achtest, dass du sehr auf die Meinung deiner Familie achtest, dass du einfach viel zu abhängig bist von deiner Familie.
Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass du eine kluge Mutter bist, dass du eine fürsorgliche Person bist, ja, die ein Muttersyndrom hat in der Hinsicht, dass du deinem Partner und deine Partnerin einfach zu sehr übermütterst, zu sehr einengst. Du möchtest eigentlich was Gutes machen, Schatz, möchtest du was essen, hast du genug zu trinken, ja, soll ich dir das bringen, brauchst du die Schlupfen, egal was auch immer, ja, dass du einfach zu übermütterlich bist, zu überfordernd bist. Und das ist das, was diese Person absolut nicht möchte. Ein Mann möchte zwar eine liebenswerte, liebensvolle Frau, aber keine Frau, die eine Glucke ist, keine Frau, die ihm den Hintern hinterher trägt, keine Frau, die eine Mutterersatz ist. Und das habe ich hier für viele von euch als Problem halt, ja. Diese Beziehung, um der es jetzt geht, wir reden jetzt erstmal um Thema Beziehung, ja. Die Partnerschaften, um die es hier geht, um sich ein bisschen distanziert haben, ja, ein bisschen ein Break brauchen, sich auch vielleicht getrennt haben, temporär, um einfach ein bisschen Luft zu finden, ja. Die Karten stehen wirklich gut, dass diese Beziehung wieder aufrechterhalten wird, dass man diese Beziehung wieder neu erlebt. Entweder als bessere Version von dir selber und deinem Partner, ja, oder wirklich zu sagen, pass auf, wir haben es echt probiert, aber ich brauche einen Cut temporär und wenn sich dann jemand Neues bietet, dann kommt derjenige. Ja? Was ich aber hier sagen möchte, ist, um die Karten jetzt mal nicht zu durcheinander zu bringen, ist die Paare, die ich hier sehe, die in diesem Konflikt gestanden haben. Ja? Wie sieht dein Partner dich oder dein Ex-Partner dich? Wirklich als einen Menschen, der einfach liebenswert ist, mit dem man zusammen sein möchte, aber auf der anderen Seite bist du auch einfach zu kluckenhaft. Ja? Die Person sieht schon, dass eure Beziehung, eure Konstellation wirklich unter einem sehr guten Stern steht. Dass man wirklich diese Bereitschaft eigentlich hat, dass du eine fruchtbare Person bist, dass du eine sehr intelligente Person bist, dass du eine Person bist, die aber auch momentan ein bisschen Abstand braucht, um zu heilen. Und umgekehrt genauso. Ja? Dass du deinem Partner, deinem Ex-Partner, die Beziehung, um der es hier gerade geht, auch wirklich den Freiraum einräumst, sich zu heilen, sich zu generieren. Ja, euch steht die Welt zu Füßen wirklich offen, wann immer ihr bereit seid, diesen Weg der Veränderung anzunehmen. Bedenkt, in einer wirklich wahren Liebe, ja, die auch wirklich aus pure Liebe besteht, hat man nicht den Drang zu kämpfen. Liebe gibt, Liebe empfängt, Liebe kämpft nicht. Liebe hat die Bereitschaft von Anfang an da, den Respekt ist von Anfang an da. Das Problem, was hier nur für den einen oder anderen ist, ist einfach, dass ihr an manchen Ecken einfach versucht, eure Egos rauszuhauen, ja, zu dominieren, euch fremdbestimmen zu lassen, eure Meinung immer durchzusetzen. Ihr seid nicht bereit, manchmal Konflikte zu lösen. Und das ist das, was der andere halt auch spürt. Ja? Er sieht dich zwar als eine liebenswerte, intelligente, fürsorgliche Person, die auch dieses Muttersyndrom hat, ja, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach manchmal zu viel, dass man einfach wirklich das Gefühl hat, man müsste mal loslassen, Strukturen müssen sich ändern, Denkmuster müssen sich ändern, ja, Ansichten müssen sich ändern, diese Dominanz loszulassen. Viele von euch wurden auch unterdrückt von euren Partnern, ja. Ich sehe hier viele Machtkämpfe, viele Konkurrenzansichten, dass ihr als Paar einfach wirklich nicht mehr diesen Kompromiss eingehen wolltet. Und das ist das, was ihr wieder lernen müsst, ja, oder lernen wollt auch. Weil ich sehe schon, dass hier diese Person, um die du fragst, schon gerne wieder mit dir zusammenkommen möchte, schon gerne um dich kämpfen möchte, egal was für einen schweren Charakter du hast. Aber die Person sieht echt deine liebenswerten Seiten, ja? Deine tolle Art, deine Art, dich zu geben, wie du redest, wie du dich bewegst, wie du handelst, wie du einfach, ja, dein ganzes Sein. Die Person vermisst es total. Aber auf der anderen Seite, denk dran, wenn ihr hier um Familie fragt, ist es auch wichtig, dass ihr innerhalb der Familien klaren Grenzen setzt. Ja, dass ihr euch Dinge nicht gefallen lasst, dass ihr auch Dinge wirklich versucht, liebevoll zu ändern, dass du auch als Frau innerhalb der Familie anfängst, nicht so fürsorglich zu sein. Es ist immer gut, fürsorglich zu sein, aber nicht zu überfordern. Ja, ersticke die Leute nicht mit deiner Liebe, mit deiner Nähe. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Hier müssen viele Strukturen fallen gelassen werden. Warum? Um nach vorne zu schreiten, um wieder eine Einheit zu bringen. Ja, ich sehe hier, dass das Schicksal wirklich auf eurer Seite ist. Für die Leute, die in der Partnerschaft wieder wirklich aufleben möchten, ja, sich mit ihrem Partner wieder vereinigen möchten. Wir sehen hier super Chancen. Warum? Weil letztendlich die Liebe siegen wird. Für die Leute, die wirklich bereit sind, auch zu erkennen, wie wertvoll nicht nur du, sondern dein Partner ist. Wie wichtig es ist, dass du an deinen Fehlern arbeitest, dass du mehr auf deinen Partner eingehst, dass das, was dein Partner sagt, nicht eine Kritik ist, sondern ein Weg, um euch in der Beziehung zu helfen. Ja, für die Paare, die hier wirklich fragen, ob sie zu ihrem Ex zurückgehen können, ja, es ist wirklich ein Thema, was ein zweischneidiges Schwert ist, weil auf der einen Seite sagt dir das Tarot, ja, es bestehen gute Möglichkeiten, dass deine Ex sich wieder aufnimmt, aber immer und dann, wenn du gelernt hast, die beste Version von dir zu geben, wenn du gelernt hast, mit der Wahrheit zu sprechen, wenn du gelernt hast, das Vertrauen aufzubauen, wenn du gelernt hast, auch zuzuhören, wenn du gelernt hast, einen guten Partner, eine gute Partnerin wirklich zu sein, wenn du gelernt hast, was es heißt, wirklich Liebe zu geben und zu nehmen im gleichen Maße, dass du wirklich den Wert deines Partners, deiner Partnerin erkennst, ja, dass du wirklich auch dieses Bewusstsein hast,
was muss erstmal heilen? Ja, was ist eigentlich auch wirklich vorgefallen? Wie kann ich diese Beziehung wieder aufrechterhalten, wieder aufbauen? Was muss ich machen, um eine Neugeburt zu empfangen? Du darfst diese Hoffnung nicht aufgeben. Alles das, was zwischen euch gestanden hat in einer Ex-Beziehung, ja, kann man, sofern immer noch Liebe von beiden Seiten da ist, Bereitschaft von beiden Seiten da ist, Disposition von beiden Seiten da ist, kann man eine Ex-Beziehung immer wieder aufleben lassen, wenn die Zeit dafür reif ist und man wirklich gelernt hat, wie man miteinander umzugehen hat und was man falsch gemacht hat. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige von euch Ex-Beziehungen, die absolut keinen Sinn mehr haben. Ja, wo man einfach nur mal diese Konversation rausholen muss, einfach nur mal versuchen muss. Und wenn man sieht, da kommt nichts von dem anderen, auch wirklich ziehen zu lassen. Keiner muss Liebe von anderen betteln, auf gar keinen Fall. Ja, akzeptiert das, was ihr ändern könnt und akzeptiert die Dinge, die ihr nicht ändern könnt. Lasst dem Schicksal seinen Lauf. Versucht wirklich, das Beste aus eurem Leben zu machen. Versucht wirklich besser, euch erstmal zu regenerieren, erstmal zu erholen, erstmal zu erkennen, warum alles schiefgelaufen ist. Was muss ich tun, nicht nur damit ein Partner in mein Leben kommt, sondern damit diese Beziehung funktioniert? Wo mache ich Fehler? Wo ist es schon in meiner Kindheit schiefgelaufen? Ja, warum bin ich nicht beziehungsfähig? Was ist das ganze Problem eigentlich? Ja? Warum lasse ich mich immer so dominieren? Warum bin ich so ein dominanter Mensch? Wie sehen dich andere? Ich sehe hier wirklich für viele von euch, dass es sich hier auch um ein Problem einer Schwangerschaft handelt. Einige von euch sind nicht mehr fruchtbar, ja. Einige von euch wünschen sich so sehr ein Kind und es klappt halt einfach nicht. Warum? Weil ihr euch sehr unter Druck setzt, weil einfach die Fertilität nicht da ist, ja. Es ist wichtig, dass ihr euch in medizinische Obhut begibt, wenn ihr wirklich einen Kinderwunsch habt, ja, der euch auch schon emotional so krank macht, geht zu einem Therapeuten, damit ihr euch auch da emotional befreien könnt. Versteift euch nicht auf eine Schwangerschaft, die im Moment sich nicht geben soll vielleicht, ja. Untersucht euch beide, dein Partner und du selber, ja, geht den Schritt langsam an. Also ich sehe hier schon, dass der eine oder andere unter einer Fertilitätsstörung leidet und den Kinderwunsch hat. Andere von euch sind gerade schwanger, ja, wo das halt wirklich auch wunderschön ist, genießt es. Wirklich egal, was für Konflikte ihr in der Beziehung habt, genießt eure Mutterschaft, genießt dieses wachsende Kind in euch, genießt einfach wirklich, dass ihr Mütter werden könnt und Mütter seid. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also wir haben hier heute wieder mal ein breites Spektrum an Sachen, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass du aus deinem Schneckenhaus rauskommst. Wie seht er oder dich? Eine starke Frau, eine liebenswerte Frau, ein liebenswerter Mann, das ist geschlechterunabhängig, ob du Mann oder Frau bist, ja? Dass du wirklich in vielerlei Hinsichten super tolle Charaktere und Eigenschaften hast, ja? Ein super toller Mensch bist, ein Mensch, mit dem diese Person wirklich eigentlich eine neue Basis kreieren möchte. Wiedervereinigung, ja? Diese Ehe wieder aufleben zu lassen, diese Beziehung wieder neu zu konstruieren, auch diese Ex-Beziehung aufzunehmen. Aber auf der anderen Seite engst du ihm auch ein oder engst du sie auch ein mit dieser Überforderung, mit dieser Übermütterung, mit dieser extremen Fürsorge, ja? Und hier muss ein kompletter Wandel bestehen. Ich sehe auch, dass hier der Wunsch zu reisen ist, dass ihr vielleicht eine Reise geplant habt, die sich nicht gegeben hat mit deinem Partner, mit deinem Ex-Partner durch die Situation im Moment, ja. Ich sehe schon, dass der Wunsch hier nach einer Reise herrscht, von beiden Seiten aus. Und dass sich auch eine Reise kristallisieren wird im Laufe der Zeit. Die einen oder anderen wollten eine Wohngemeinschaft bilden, ja, eine Zusammenkunft, ein Zusammenziehen, einen Lebensabschnitt gemeinsam in einer gemeinsamen Wohnung verbringen. Für den einen oder anderen wird das Realität, für einen oder anderen ist das gerade Realität, aber viele von euch sehe ich auch wirklich, die enttäuscht sind, weil das einfach nicht passiert ist. Ihr habt alle beide, sowohl du als auch die Person, die dich hier gerade sieht, den Wunsch nach Harmonie, nach Stabilität, nach Sicherheit, nach wirklich Zusammenhalt, nach dieser Familie, nach dieser I'm coming home, ich will nach Hause, Frieden, Harmonie, wirklich diese Wärme zu spüren, diese Sicherheit zu spüren, ja, diese ganzen Strukturen fallen zu lassen, weinen zu können, sich öffnen zu können, auch wirklich einfach nur mal selbst sich neu entdecken zu können, eine gewisse Balance zu haben, aus seinem Schneckenhaus nicht nur rauszukommen, sondern das Schneckenhaus komplett abzustreifen, Sachen hinter sich zu lassen, ja. Also ich sehe schon, dass hier eine gewisse Art von Ordnung in dieses Leben gebracht werden muss, sei es von deiner Seite, sei es auch von der Seite des anderen. Ich sehe hier, dass eine Liebe des Schicksals euch bevorsteht. Viele von euch sind in einer Beziehung, die eine schicksalhafte Beziehung ist. Andere von euch sind in einer karmatischen Konstellation, ja. Die karmatischen Konstellationen, wisst ihr alle, das sind Lernaufgaben in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, ja, die eine gewisse Zeit in unserem Leben ist und die sich aber dann nachher wieder auflösen muss. Wenn diese Lernaufgabe vollzogen ist, wird sich diese karmatische Beziehung dann später auflösen. Warum? Weil der Zeitpunkt gekommen ist, wirklich Dinge hinter euch zu lassen. Auf der anderen Seite habe ich auch wirklich einige von euch, die bei einer Hochzeit nachdenken, ja, die auch wirklich heiraten wollen, wo der Wunsch da ist, Dinge umzusetzen, wo der Wunsch danach ist, wirklich Dinge zu erleben, die Kraft ist da, dieses ich verdiene mir das, ich möchte das aber auch, ja, und warum kommt denn nicht endlich das? Ihr habt hier viele Möglichkeiten, Leute,
euer Leben positiv zu ändern. Ich sehe hier wirklich, dass die ein oder anderen von euch, egal ob ihr in einer Ex-Partnerschaft seid, egal ob eine Liebe auf Distanz, egal ob auf Familie, ob Freunde, auf Partnerschaft, ja, egal worum es hier geht, derjenige, der dich gerade im Augenschein hat, denjenigen, die du gerade im Herzen hast, ja, es ist so, dass hier eine Kommunikation wiederhergestellt werden muss. Eine Wahrheit muss ans Licht, ja, eine Ehrlichkeit muss ans Licht. Egal, ob es mit deinem Ex-Partner ist oder mit deinem aktuellen Partner oder mit der Partnerschaft, um die es hier geht. Es ist wichtig, dass du in die Kommunikation gehst und in die Ehrlichkeit gehst und auch erkennst, wo deine Schwächen sind. Dass du deine Schwächen zu deinen Stärken anfängst zu machen. Dass du lernst, zuzuhören und zu respektieren. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Wir haben hier für die einen oder anderen wirklich, dass ihr lernen müsst, deine Wünsche umzusetzen und die Wünsche deines Partners zu respektieren. Dass wenn du in einer Fernbeziehung bist, ja, nicht anfängst, wirklich auf die Kacke zu hauen und zu sagen, er liebt mich nicht, weil er sich einen Tag nicht gemeldet hat. Ja, geht in diesen Dialog rein. Seid wirklich kraftvolle, liebenswerte Menschen. Okay, es ist wichtig, dich mit den vier Elementen zu verbinden. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Wenn du Verluste erlitten hast im finanziellen Bereich, in der Arbeit, ja, scheue nicht nach vorne zu schreiten. Ja, achte ein bisschen auch mehr auf deine Gesundheit. Es ist wichtig, dass ihr im Gleichgewicht bleibt. Es ist wichtig, dass ihr wirklich lernt, ein bisschen mehr auf euch selber zu achten. Es ist auch wichtig, dass ihr lernt, mal Dinge, die ihr nicht kontrollieren könnt, loszulassen. Man kann nicht alles im Leben kontrollieren. Wenn du ein sturer Mensch bist, ein dickköpfiger Mensch, ein possessiver Mensch, ja, ein Mensch, der alles unter Kontrolle haben möchte, ein penibler Mensch, wirklich ein Kontrollfreak, ja, es bringt dich nicht weiter. Ist dein Partner so ein Kontrollfreak? Es bringt euch nicht weiter. Ihr müsst zu einer richtig guten Einigung kommen. Habt Mut, nach vorne zu schreiten. Habt Mut, wirklich eure Meinung zu äußern. Habt Mut, Dinge zu wagen. Habt Mut, nach vorne zu laufen und wirklich das Leben lebenswert zu sehen. Klammert nicht an irgendetwas fest. Lasst auch mal diese Machtposition los. Ja, ihr könnt nicht immer alles kontrollieren. Setzt euch neue Ziele in einer Partnerschaft, im Beruf, in den Finanzen, in der Harmonie, egal was auch immer. Fangt an, euch eine neue Stabilität zu suchen. Ja, fangt an, spirituell zu wachsen, euch persönlich zu entwickeln. Fangt an, wirklich mit Ruhe und Geduld diese Attraktivität, die in euch ist, nach vorne zu leben. Ja, wie sieht dein Partner dich an sich, die Person, um die es hier geht, ja? Der Arbeitskollege, die Familienangehörigen, die sehen dich schon als eine tolle Person an. Aber du bist halt auch wirklich von vielen Schattenseiten geprägt, die du rauslassen musst. Nicht nur, dass du manchmal nervig sein kannst, übermuttert sein kannst, überfordert sein kannst, ja? Überbestimmend sein kannst, dass du echt Leuten die Luft zum Atmen wegnimmst, ja? Nicht nur so, sondern sie sehen auch diese Positivität in dir, diese Warmherzigkeit, ja, diese Geduld, diese Kraft, die du manchmal investierst, um nach vorne zu schreiten. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, wenn du dich nicht so siehst, wenn andere nicht dich so sehen, ja, dann ist es immer dein Gegenüber. Dass du wirklich immer dir den Spiegel vor Augen hältst, dass du immer wirklich siehst, dass Dinge nicht immer so laufen, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vorstellen, aber dennoch an das Göttliche in dir glaubst. Vertraue darauf, dass du ein selbstbewusster Mensch bist. Vertraue darauf, dass alles zum richtigen Zeitpunkt passiert. Ja, vertraue darauf, dass wirklich immer alles so kommt, wie du es wirklich verdienst. Ja, nicht wie du es in dem Moment dir wünschst, sondern wie du es verdienst. Warum? Weil das Leben hat seine eigenen Regeln. Das Leben hat definitiv seine eigenen Regeln. Und du kannst tun und lassen, was immer du möchtest. Ja, wenn du nicht anfängst zu reflektionieren, dritte Person aus deiner Beziehung, aus deinem Leben rauszulassen, ja, wenn du nicht anfängst, ich muss mal so machen, damit das Handy nicht fällt, ja, wenn du nicht anfängst, wirklich konstant deinen Weg neu zu bestimmen. Ja, du musst das Alte loslassen. Alte Glaubensmuster, Denkmuster, Situationen, was dich verletzt hat, was dich irritiert. Reite nicht auf Dinge rum, die schon mal nicht mehr in dein Leben gehören. Lasse es einfach los. Ansonsten kann sich für dein Leben nichts positiv ändern. Okay? Weder in einer Partnerschaft, noch in einem Beruf, noch sonst irgendwo. Du musst einfach wirklich anfangen, Dinge rauszuhauen, loszulassen, dich zu befreien und einfach die Liebe so genießen, so wie sie ist und wirklich auch erkennen, wie wertvoll du für andere Menschen bist. Gibt es ein Problem? Löse es. Brauchst du ein bisschen Ruhe? Kehre in die Ruhe. Gibt es eine Trennung? Dann gibt es halt eine Trennung. Reflektioniere, was schiefgelaufen ist. Lasse das Alte ziehen, damit was Neues beginnt. Du bist gerade in einem Punkt in deinem Leben, wo du wirklich viele Unsicherheiten raushauen kannst, wo du viele Unsicherheiten ändern kannst, wo du dein Leben neu gestalten kannst, ob mit einer Ex-Beziehung oder mit einer neuen Beziehung, ob mit deinem Ex-Partner als neue Version oder mit einem komplett neuen Partner, ja? Musst du deine Arbeit neu kreieren, dann mach es. Verleihe kein Geld im Moment. Ja, wirklich Leute, die ihr gerade dieses Video hört, es ist nicht die beste Zeit, um Geld zu leihen.
Okay, verwahre dein Geld, horte dein Geld. Warum? Weil du wirst es für spätere Investitionen unbedingt noch brauchen. Ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Achte wirklich auf das, was du tust, was du gibst, was du sagst. Wie sieht man dich? Man sieht dich schon als eine sehr hochachtungsvolle Person, aber auf der anderen Seite auch als eine Klette, als eine Person, die sehr launig ist, als eine Person, die ein bisschen instabil ist, unsicher ist, die einfach noch einiges zu lernen hat. Und wenn du das nicht bist, dann ist es dein Gegenüber. Ja, also ich hoffe, ich habe dir einigermaßen helfen können. Bitte denk dran, für eine private Legung scheue dich nicht, mich anzuschreiben. Ich bin gerne bereit, dir in einer privaten Legung zu helfen und schreite immer nach vorne. Enttäusche du keinen, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Klette nicht so, dann klettet man auch nicht an dir. Ja, achte jeden Menschen, damit man dich auch selber achtet. Liebe dich als erstes, damit du geliebt wirst. Die Faktor ist, kehre in dich, reflektioniere und die Sachen, die bei dir als negativ sind, versuche die so zu ändern, damit du wirklich erfolgreich in einer Beziehung, in einem Beruf und in einer Liebe bist. Ja, also nichtsdestotrotz, lasse die Vergangenheit los, schreite nach vorne, genieße den Tag heute, genieße diese Möglichkeit, wirklich was Neues zu ändern. Höre dir alle Videos von mir an. Meine Videos haben kein Verfallsdatum. Wenn deine Intuition dich zu mir leitet, ist, weil du genau diese Nachrichten erhalten musst. Danke für deine Likes, danke, dass du meinen Kanal abonnierst, danke, dass du die Videos weiterhin teilst, danke, dass du meinen Kanal anderen Leuten empfiehlst und drücke das Glöckchen, damit du über jede Benachrichtigung informiert wirst. Ich danke dir und denk dran, so wie es in den Wald hineinschaltet, schaltet hinaus. Ich wünsche dir alles Liebe, bis dahin, bye!